Hallo zusammen, heute machen wir eine Hackfleisch-Nudelfanne vom Feuertopf. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Es ist mal wieder soweit. Wir feuern unseren Feuertopf an. In dem Fall brauchen wir hier einen Anzündkamin mit Briketts. Und die füllen wir oben ein. Und danach machen wir sukzessive mit größeren Holzstücken ein größeres Feuer. Die Zuschauer, die den Kanal regelmäßig einschalten, kennen den Feuertopf auch bereits, und zwar zum Beispiel aus dem Video zum Steak Sandwich und aus dem Video zum Gardenscape Focaccia. Und während der Feuertopf aufheizt, bereiten wir mal so das Rundherum vor. Das Coole ist, dass mein Lodge-Dutch-Ofen genau in die Mitte von dem Feuertopf passt, und jetzt haben wir erstmal Wasser aufgesetzt, um Nudeln vorzukochen. In der Zwischenzeit gönnen wir uns erstmal ein kleines, kühles Blondes. Dann geht's allmählich an die Schneidarbeiten. Wir fangen an mit roten Zwiebeln. Das Grillen mit so einem Feuertopf oder mit einer Feuerplatte ist ja echter Grilltrend in diesem Jahr, und ich freue mich wirklich sehr, dass auch ich regelmäßigen Content damit erstellen kann. Nachdem wir die roten Zwiebeln geschält haben, schneiden wir die in die halbe Ringe und ja, natürlich das Ganze wieder ein bisschen vorgedreht, um euch nicht unnötig zu langweilen. Das sind insgesamt 2 Zwiebeln. Solltet ihr dieses Gericht einmal nachgrillen wollen, ist das gar kein Problem. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt salzen wir das Wasser und dann geben wir unsere Nudeln hinzu. Und während dann das Wasser fast schon kocht, geben wir noch einmal ordentlich Feuer unten drunter und heizen das ganze Ding richtig auf. Ihr müsst wissen, Hackfleisch, Nudel, Lauchpfanne und ich, das ist eine Art Liebesgeschichte. Ich habe in meinem früheren Berufsleben einmal für einen großen Einzelhändler gearbeitet und in der Hauptverwaltung gab es eine Kantine und da war das mein Lieblingsgericht. Und da ich nicht mehr bei diesem Unternehmen arbeite, habe ich wirklich Sehnsucht gehabt nach so einem Gericht und das musste ich unbedingt nachgrillen. Deshalb jetzt hier heute die Möglichkeit auf der Feuerplatte. Wir merken jetzt, das Wasser kocht und das Wasser schäumt auch. Jetzt können wir die Hitze insoweit etwas reduzieren, dass wir den Einsatz in die Mitte legen und lassen die Nudeln nur noch leicht obendrauf köcheln. In dem Fall schneiden wir den Lauch. Das muss jetzt nicht zu filigran sein, auch das habe ich wieder vorgedreht. Wir schneiden insgesamt 2 Lauchstangen in so mehr oder weniger fingerdicke Ringe. So, jetzt nehmen wir dann noch unsere roten Zwiebeln dazu und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Hier haben wir ein bisschen Öl. Wir merken, der ist schon ganz gut aufgeheizt. Jetzt nehmen wir so ein Tuch und ölen einmal die Oberfläche etwas ein, damit nicht alles sofort festpappt. Und dann beginnen wir sukzessive damit, die Gemüseteile und am Ende das Hackfleisch auf unserer Feuerplatte anzugrillen. Das Gericht lebt definitiv von Röstaromen. In der Kantine damals hatten die so eine große Plansche. Das war richtig geil. Da haben die Zutaten alle der Reihe nach nebeneinander so auch aufgeschichtet, dann einmal mit Vollstoff angebraten, gewürzt und dann miteinander vermengt. Das war richtig, richtig geil. So, und genau so machen wir das auch, nur heute in, sagen wir mal, der haushaltsüblichen Portion. Für den Fall, dass euch dieser Feuertopf mal interessiert, ich habe einen Link unten in der Videobeschreibung eingefügt. Jetzt haben wir hier ein bisschen Tomatensoße, da geben wir ein bisschen Terrano-Meersalz rein und ein bisschen Fisch und Butter und köcheln uns nebendran so eine ganz poplige Quick and Dirty Tomatensoße, denn eigentlich ist das Gericht erst richtig geil, wenn am Ende ein kleiner Klecks Tomatensoße oben drüber kommt. Find zumindest ich so. So, und dann geht's ans Rinderhack. Das würzen wir mit ordentlich Jack and Smoke und auch das grillen wir jetzt hier einmal scharf auf der Platte an. Und der Rest ist eigentlich ganz einfach, dann werden sukzessive diese Teile, die Zutaten, untereinander gerührt. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wir haben wirklich ein ordentliches Feuer unten drunter gemacht. Das wäre natürlich gut, Röstaromen sind sehr schön, aber soll natürlich am Ende nicht komplett verkohlen. Ne? Also immer schön in Bewegung bleiben. Als nächstes vermischen wir dann Lauch und rote Zwiebeln miteinander. So, man merkt schon, das riecht richtig lecker und die ganzen Sachen bekommen Farbe und genauso soll das sein. Ich finde rote Zwiebeln an der Stelle auch optisch echt wirklich sehr geil. Ne? Also man kann es natürlich auch mit normalen Zwiebeln machen oder so, aber rote Zwiebeln an der Stelle, das hat schon was. So, und wenn dann das Hackfleisch auch soweit ist, dann vermengen wir dann das Ganze auch nochmal. Wichtig ist, dass man guckt, dass möglichst viel auf der Platte bleibt, aber
Gut. So ist das halt, ne? Ah, voll geil. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Das ist richtig, richtig gut. So, und jetzt nehmen wir noch so ein paar Löffel von unseren Nudeln. Ja, genau. Zack. Einmal miteinander vermengen. Das braucht dann auch nicht mehr lange. An der Stelle, die Nudeln geben dann auch so ein bisschen Flüssigkeit. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und wenn wir das dann einmal noch miteinander vermengt haben, dann können wir eigentlich auch schon zeitnah servieren. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu diesem Gericht sagt. Würde mich freuen, wenn ihr mir unten einen Kommentar hinterlasst. So viel ist natürlich klar. Jetzt füllen wir das Ganze natürlich noch richtig schön in eine Schüssel. Wie gesagt, geben einen Klecks von der Tomatensoße drauf. Und dann werde ich das Ganze natürlich auch probieren. Also, Hackfleisch-Nudel-Lauchpfanne gehört auf jeden Fall auf jede Speisekarte. Da bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, gern gesehen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Besucht auch meine Fanpages. Für jeden was dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.